Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch 4.1 mit mir, den Stevie. Hallo zusammen. So, ich bin gerade hier mal eine Runde gefahren, bis auf einen kleinen Fleckchen war alles sauber. Dann können wir den Kurs auch löschen. Hätten wir vorher auch machen können, aber gut. Ja, ganz zum Ende war hier in der hinteren Ecke. Ups, hier sind wir doch schon richtig. Wir gleich weitermachen. Ich fahre den jetzt einfach nur hier rüber. 40% wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber wir fangen schon mal an. Zack. Da unten an. So, außerdem habe ich gerade noch mal gespeichert und geschlossen. Und ich hatte den Mod zwar installiert, da gab es auch jetzt ein Update. Aber ich hatte ihn noch nicht aktiviert. Deswegen bekam ich da nur 60 Hühner auf einmal. Aber da wir uns ja auch jetzt den LKW organisiert haben, werden wir die auch nicht beim Hühnerstall kaufen, sondern beim Vierhändler. Das erspart uns ja einiges. Er musste auch noch einmal rum. Aber ich lasse ihn da erstmal. Der müsste gleich weitermachen. Er ist bereits am Vorgewende, so wie es aussieht. Und hier sind die ersten 322 Hühner am Start. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, dass da 522 drin sind. Weil ich ja von zwei Fahrten gesprochen habe. So, und irgendwo sollte ich die doch auch abgeben können. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher zur Tür hin. So, Ausgang. Alles, was ich habe. Zack, und weg sind sie. Da werden wir nochmal drei Touren fahren. Oder noch zwei, vielmehr. Ab zum Vierhändler. Und hier wollten wir Zucker abholen und verkaufen. Wohin geht das Zucker? Das sehe ich schon wieder nicht. So auch nicht. Entweder so. Komm schon. Verkaufspreise. Zucker bei Aldi, ganz nach unten. Okay. So war das. Zack. Dann können wir hier bis 60 hochgehen. So. Ich hoffe, jetzt bleibt nichts stehen. Nein. 300.000 ab zum nach Aldi. Verkaufsstelle Aldi da. So, er fährt noch Steine zur Zuckerfabrik. Ich glaube, als ich angefangen bin, waren da 160.000 drin. Die kriegen wir ja komplett in der Zuckerfabrik rein, dann soll er die auch komplett da rausfahren. Dann haben wir da eine Position wieder weniger auf Lager.
Ja, den können wir auch wenigstens schon mal anstellen, dass er fährt, um sich aufzufüllen. Aber da sehe ich ihn jetzt gerade nicht, wo er ist. Ihn könnten wir eigentlich auch mal wegstellen. Stand uns ja gerade in der Werkstatt noch im Weg. Dann haben wir ihn hier rüber gestellt. Mal wegfahren. Wir haben ja schließlich ein Plätzchen für ihn. Ne, fahr ruhig nochmal ein bisschen weiter zurück. Dann haben wir nämlich den richtigen Bogen, um da reinzufahren. Wir werden ihn wieder brauchen, also können wir den auch ruhig angeklemmt lassen. Einmal sperren. Ich wollte mal schauen, da ist mir gerade, was für ein Schneidwerk steht denn da noch? Zwiebeln, okay. Da haben wir Zwiebeln nicht auch hier oben. Haben wir Zwiebeln nicht hier auch? Kohl. Das können wir hier auch lesen, ne? Zuckerrüben, Karotten für Premium und Weißkohl. Kartoffeln, rote Beete-Pack. Ne, Zwiebeln. Müssten wir ja noch ein drittes Lager hier hinstellen. Ne, dann kann der wohl da unten bleiben erstmal. Ja, hier neben kriegen wir keins mehr. Vielleicht hier neben der Halle so hin. Würde noch gehen. Man hätte natürlich die bisschen zusammenschieben können. Dann hätte man auch drei hingekriegt. Aber naja. Viehhandel, okay. So, und jetzt können wir hier sagen, wir holen die 50er Hühner, auswählen und können jetzt sagen 322 kaufen. Und müssen da nicht rum. Immer die 60. Das war auch wieder, weiß gar nicht warum Giants uns da auch immer so begrenzt. Also dürfte ja kein Problem sein, ob ich jetzt 60 kaufe oder 100 kaufe. Vielleicht waren die, ich weiß gar nicht, wie groß die Hühnerställe von Giants waren, aber ich glaube, die waren ja auch größer als 60 Tiere. Oh, yes. Kommt auch gerade beim Viehhändler vorbei. Ah, da ist der andere LKW kurz vor ihm. So, sind Steine alle? Ist genau die... Ja, Steine sind raus. Obwohl er hat die Begrenzung hier. Achso, ich muss ja jetzt, kann ja jetzt so machen. Aber Steine habe ich hier jetzt nicht mehr gesehen, oder? Nö. Gut, dann fahren wir mal zum Haupthof.
Werkstatt. Dann sollten wir circa. Ja, das ist die Zellstoff, hier ist die. Da ist die Ladestation, da ist das Labor und die Zuckerfabrik ist genau darunter. Wie viele Steine haben wir hier? Ja, 155.000, 160 hatte ich gesagt. Bisschen was ist wahrscheinlich auch noch schon wieder produziert worden. Er hat noch 30% drin. Okay, aber das dürfte er eh nicht komplett bekommen. Ja, und der Kalkstreuer ist immer noch zugange, weil ich den da auf 3 oder Vorgewände habe. Ach, hier kriegen wir immer noch nichts rein. Deswegen sah es auch so aus, als wäre der schneller als die Sämaschine drüben. Weil der muss wirklich noch hier mal rum. Aber gut, er wird auf jeden Fall mit der Kalkfüllung hinkommen. Zur Not hätten wir ja noch ein paar tausend Liter in den Überladewagen. Wir werden wahrscheinlich ihm die Sachen noch geben, bis er voll ist. Dann kann er zum nächsten Feld hier gegenüber. Und der Überladewagen kann sich neuen Kalk holen. Oh, du bist genau bis hierhin gekommen. Okay. Achso, durch das neue Starten jetzt. Oh ja. Gucken. Wird natürlich problematisch. Aber er sollte ja jetzt sofort wieder zusammenklappen. Ja. Jetzt kommen wir genau richtig, damit wir die zweite Ladung Hühner abgeben können. Vielleicht etwas anders rumfahren. Damit wir dann direkt gut stehen zum Abladen. Geht's nicht. So, da sind wir. Auswählen. So, dann kriegen wir ja noch eine Ladung rein. Alles gut. Lidl. Einmal Zucker verkaufen. Dann ist der Verkauf auch erstmal soweit abgeschlossen. Ja, wir könnten noch Krabben verkaufen, auch noch bei Aldi. Da können wir auch noch 2 Ladungen verkaufen. Ja, dann machen wir das doch. Zentrallager. Nein. Ne, da musst du noch nicht hin. Du kannst direkt zum Paletten abholen fahren. Er ist aber mittlerweile hier. Den können wir auftanken. Ach, das ja. Und dann kannst du gleich zum Stellplatz 2. Damit der Werkstatttrigger leer ist. Man sieht ihn nicht, aber er müsste auf jeden Fall noch am Fahren sein. So, wir haben... Oh, guck mal, da ist auch Rollrasen. Wir können Rollrasen bei der Baustelle verkaufen. Ist noch dazu gekommen. Den können wir auch mal sperren.
Das steht ja eigentlich keinem im Weg. Hier sind wir noch vor zwei. Ja, da ist er doch. Ist genau auf der anderen Seite. Jetzt verbraucht er auch ein bisschen was. Er fährt jetzt zum Auffüllen. Das sollte er automatisch machen. Und wenn dann da die ersten fertig sind, haben wir Weizen und Gerste schon mal angepflanzt. Dann. Und wir können ja noch im März auch noch mal anpflanzen. Das ist ja der Vorteil. Dann geht's weiter mit Roggen, Dinkel, Tritikale. Senf hatten wir ja schon. Leinsamen können wir aber immer noch. Also die drei auf jeden Fall. Heringe. Ja, da haben wir, meine ich, letztens was verkauft. Oh, da kommt der eine. Zack, können wir gleich umswitchen, die letzten 322 Hühner einkaufen. So, geht schon. Okay, auswählen, kaufen, ja, okay, und dann ab zum Gülleausgang. Dann ja, der wird sich nochmal auffüllen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Die Bahnen werden ja jetzt immer länger. Zwei Bahnen kriegt er noch hin und dann war es das, glaube ich. So, wo ist der Kalkstreuer? Sieht man ihn hier nicht? Doch da oben in der Ecke ist er. Dürfte gleich hier vorbeikommen. Also. Noch 40%. Mal sehen. So, er hat sich aber aufgefüllt, wenn man sieht, dann können wir den auch gleich hier ansetzen. Wir fahren hier einmal einen Tick zurück. Dass er hier eigentlich wieder anfängt.
Hat ja genau an der Stelle hier aufgehört. Dann sollte er hier auch weitermachen. Oh, schon fast am Hof. Hier stehen sie drin, die Hühner. Solchen Körben. Da. Ups. Was machst du denn hier? So, einmal Krabben. Auch nach Aldi. So, die Hühner sind angekommen. Nicht beim Hühnerstall, aber in der Nähe davon. So, die Hühner noch rein. So, und 34 gehen hier mit rein. Ach so, der ist noch drin. Okay, dann fahren wir den mal kurz an der Seite. Oder aus dem Trigger raus. Das müsste ja eigentlich schon reichen. So, damit wir hier uns nochmal... Ja, die Zahl ging jetzt auch höher. Eingeben können wir die aber nicht. Nee. Müssen wir den Mausrad drehen. Aber besser als immer nur 60 Stück. Und wenn man dann falsch geklickt hat, kaufen. Zack, da haben wir die 3000, die wir haben wollen. Wie weit bist du? Du hast weit, sieht man, aber du hast nur noch 11%. Der andere dürfte schon weiter sein und er ist immer noch nicht beim letzten. Doch, ist er doch schon. Letzten Vorgewende dürfte der Kalkstreuer mit dem ersten Feld fertig sein. So, hier müssen wir sehen. Hier sehen wir auf jeden Fall, hier müssen wir nacharbeiten, weil die Ecken rund gefahren worden sind, nicht eckig. Ist das hier drüben auch? Da sehe ich es jetzt nicht. Er sieht so aus, als würde es hier klappen. Den können wir mal ausschalten. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Soll ich mal gucken? Wir haben ja hier bei der Futterfabrik, bei der Klein, die steht ja auch schon ewig hier, Mineralfutter einiges produziert. Das ging ja dann durch Hefe, Kleie und Hefe und Kleie, Kalk und Hefe. Die könnten wir auch wieder anschalten, dass wir vielleicht dieses Mischfutter hier schon mal abholen. Ich aktiviere mal und den zur. Aber ich kriege das doch nur. Kriege ich das als Paletten raus oder als. Sonst würde ich ja hier auch reinkommen. Kriege ich wahrscheinlich nur lose raus. Aber da könnten wir uns einen Fahrer organisieren, der das Mischfutter. Wir hatten da den Tankwagen da. Nicht ihn, ihn. Den können wir doch einmal absetzen. Und das fährt uns mal zwei Ladungen. Mineralfutter darunter. Ne? So. Mineralfutter. Du holst dir das. Ich glaube, den habe ich unter Standard. Futterfabrik, oder? Nee. Da, Futterfabrik. Fahren wir da hin. Und ich glaube, für die andere, da habe ich überhaupt noch keine Punkte. Wäre ja auch in der Mitte. Oder haben wir unter... Ne, hier hatten wir gar keine Futter, auch nicht XXL-Futter. Dann fahr mal zur BGA Nord. Zum Kalkausgang. Dann bist du da auf jeden Fall in der Nähe. Und wir werden jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Krabben verkaufen. Und den wieder zurückschicken. Oh. 1,5 Millionen, alle Achtung, und 160.000. Das, und davon kriegen wir noch eine Ladung zusammen. Das, guck mal, sind wir ja fast bei der 10 Millionen wieder. Aber ich habe schon lange keine Krabben mehr verkauft. Und ich weiß gar nicht, auf was der Rollrasen alles gibt. Oh, er ist schon beim Vorgewende. Weil er dürfte sich gleich auf den Weg machen. Ja, zuckelt ein bisschen, weil er rückwärts fährt. Mit diesen Knicklenkern ist das halt so. Dauert halt mal ein bisschen länger. Ja, wie weit wird's? Und die Ecke wird er wahrscheinlich eh nicht sauber machen.
So, jetzt ist vorbei. Guck mal, jetzt macht er nur das kurze Stück. Und da ist er dann 5 Minuten zurückgefahren. So, jetzt können wir hier einfach mal gucken, dass wir da drüben noch was reinkriegen. Ist der denn, steht er schon? Oder versucht er gerade noch um die Ecke zu fahren? Nee, er versucht noch, er steht noch nicht. Aber ist so gut wie fertig. Da dürfte auch nichts mehr streuen. Sieht doch gut aus. Na, auch da bleibt das stehen. Gut, genau richtig. Einmal öffnen. Werden wir leer. Ja, wir wären leer, also dürfte der nicht. Kalk. Beim Gießwerk. Du kannst ruhig den weiten Weg fahren. Kalkausgang. So, und du kannst hier mal schließen und du kannst dann weiterfahren zu Feld 50. Gut, hat 92%, das reicht. In der Zeit müsste der Überladewagen auch wieder da sein. Er legt ja auch noch nicht los. So, wie sieht die Ecke aus? Die dürfte eigentlich auch gut werden, weil es keine runde Ecke ist. Deswegen. Ja, und so dürfte alles über die, sauber über die Bühne gehen. Und zu der einen Ecke müssen wir auf jeden Fall. Und die beiden hier hinten müssen wir uns auch anschauen. Und die Ecke ist, wird auch sauber sein. Kann man ausgehen. Natürlich den Bogen da drüben. Da werden wir gleich mal vorbeifahren. Ja, wie gesagt, er fährt normal zurück, nicht mit diesem Zickzack. Jetzt könnte hier am Rand ein bisschen was stehen bleiben, aber das ist mir dann egal. Ja, hier sind die auch so. Aber da weiß ich immer nicht, ob ich das noch wegkriege oder nicht. Ich meine, die, da hätte ich falsch angesetzt. Die dürfte ich noch wegkriegen, aber das schauen wir dann mal. Ob wir hier noch was machen können. Die Kurve wird sauber. Ja. Und dann dürfte er fast schon fertig sein. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist die erste Mischfutter. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er bei der Futterfabrik ist. Oder vielmehr, er fährt ja nicht zum Futterfabrik, sondern zu BGA Nord. Und dann sehen wir weiter. Bis dann, euer Stevie. Ciao, ciao.